Ich begrüße Sie zum Vortrag Cyphermail, E-Mail Encryption. Die Anzahl der Teilnehmer entspricht so ungefähr dem, was wir an Resonanz auch bei mittelständischen Unternehmen erleben. So traurig es ist. Mein Name steht dort, Stefan Michael Günther. Ich bin Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters hier aus Pforzheim. Sind bereits seit 20 Jahren im Geschäft. Schwerpunkt, wie man sieht, Linux. Natürlich haben wir es auch mit Kunden zu tun, die andere Betriebssysteme einsetzen. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Wie gesagt, sitze in Pforzheim und unsere Kunden befinden sich im gesamten deutschsprachigen Raum, teilweise auch in Frankreich. Wie ich schon gesagt habe, Resonanz auf E-Mail-Verschlüsselung ist auch bei denen nicht besonders groß. Einer der Gründe hier, E-Mail-Verschlüsselung, ist der Spruch immer, brauchen wir nicht. Also selbst solche Sachen wie NSA-Skandal und so haben nicht dazu geführt, dass sich die Kunden in irgendeiner Art und Weise dem Bewusstsein genähert haben, sie hätten schützenswerte Daten. Das übliche Problem ist hier Henne-Ei-Problem. Wenn man an Kunden herantritt und sagt, wie schaut's aus, Firmengeheimnisse, verschlüsseln oder so etwas, dann heißt es immer, warum sollen wir das machen? Die anderen machen es auch nicht, mit wem soll ich denn bitte schön verschlüsseln? Und ich muss zugeben, wenn ich mir da unsere IT-Leiter bei den Kunden anschaue, E-Mail-Verschlüsselung, nö. Teilweise auch mit der Argumentation hier, Henne-Ei-Problem, warum sollen wir das machen? Manche lassen sich dann so auf Experimente mit uns ein. Aber der Hauptgrund ist in der Tat, dass sie sagen, lohnt sich einfach nicht. Dann ein weiterer Punkt von IT-Leitern, hören wir das natürlich nicht zu kompliziert in der Bedienung, aber sobald es darum geht, dass der normale Anwender sich mit E-Mail-Verschlüsselung befassen soll, wird es schon kritisch. Wobei man auch sagen muss, so mancher IT-Dienstleister ist auf diesem Gebiet auch relativ unbeleckt. Die kommen dann so auf die Idee, von mir den privaten Schlüssel zu verlangen, damit sie mir verschlüsselt E-Mails schicken können. So öffentlicher, privater Schlüssel ist da gar nicht so vertreten. Unterschied zwischen S/MIME und PGP kommt da auch nicht wirklich vor. Also man kann da den normalen Anwendern nicht viele Vorwürfe machen. Selbst die Leute, die von der Technik Ahnung haben sollten, sind da nicht wirklich präsent. Mangelndes Sicherheitsbewusstsein. Es ist leider immer noch so, dass in vielen Unternehmen der Spruch dann kommt, Sicherheit, naja, wir haben eine Firewall, wir haben Virenscanner, was sollen wir da noch mehr machen? E-Mail-Verschlüsselung kommt in der Tat weniger aus Unternehmen heraus, sondern wir haben es häufiger so, dass das aus dem Medizinbereich kommt, dort, wo es um personenbezogene Daten geht. Wir haben als Kunden Kliniken, die sagen, es kann nicht sein, dass wir hier wichtige Medizindaten verschicken, die im Klartext übertragen werden. Wir haben einen Kunden, der für die Arbeitsagentur Schulungen durchführt, so im Rahmen vom Sozialgesetzbuch. Und da hat die Bundesagentur auch gesagt, das, was wir hier verschicken in den E-Mails, das sind personenbezogene Daten, die können wir nicht im Klartext verschicken. Und da war dann auch die Forderung, wir müssen verschlüsseln, das Verfahren könnt ihr euch aussuchen, aber es muss in Zukunft verschlüsselt werden. Wir haben ein ähnliches Problem gehabt bei einer Polizeidirektion in Norddeutschland. Dann denkt man jetzt ja, Polizei, Innenministerium, da wäre vielleicht so das Empfinden, was Verschlüsselung angeht, ein bisschen größer. Weit gefehlt, da war es auch so, dass die Dienstleister der Polizei gesagt haben, die Dinge, die wir mit euch austauschen, das sind so gefährliche Daten, so empfindliche Daten, das müssen wir verschlüsseln. Also es sind ganz unterschiedliche Beweggründe, aber leider immer noch der Punkt, das Sicherheitsbewusstsein, der Spruch, der da kommt, so was wir per E-Mail verschicken, muss nicht geschützt werden, kein Geheimdienst interessiert sich für uns und ja, so traurig es ist. Wie gesagt, mangelndes technisches Verständnis, selbst IT-Dienstleister fallen da negativ auf oder die IT-Leiter halt. Na und dann immer der häufig entscheidende Punkt, wenn dann der IT-Leiter mal sagt, wir machen Verschlüsselung, dann kommt da der Controller oder die Geschäftsleitung und die fragen dann, ja, welchen Vorteil haben wir denn jetzt davon, dass wir verschlüsseln? Machen wir dadurch mehr Gewinn zum Beispiel? Welche Kosten kommen auf uns zu? Wenn man Cyphermail einsetzt als Open-Source-Software, hat man zumindest mal keine Lizenzkosten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass entweder irgendjemand aus der IT sich mit dem Thema beschäftigen muss oder dass die den IT-Dienstleister dafür beschäftigen müssen. Irgendjemand muss die Hardware dafür zur Verfügung stellen, auch wenn es eine virtuelle Maschine ist. Also Kosten fallen auf jeden Fall an. Weiterer Punkt, der bei Kosten häufig übersehen wird, spätestens wenn ich mir Gedanken mache über S/MIME-Zertifikate, kann ich mir überlegen, setze ich meine eigene CA auf, erzeuge mir dort meine Zertifikate oder hole mir Zertifikate von einer der offiziellen CAs, die natürlich dann wieder Geld kosten. Und wenn ich, wie bei dem Beispiel des Dienstleisters für die Arbeitsagentur, 400 Mitarbeiter habe, dann geht das schon ein bisschen ins Geld. Wobei die Arbeitsagentur da so kulant ist und sagt, wenn ihr eine eigene CA aufsetzt, dann schickt uns die Zertifikate der CA kurzerhand zu, wir importieren die, wir vertrauen euch und dann ist das kein Problem.
Ein paar grundsätzliche Sachen zu Cyphermail. Die Software wird in Niederlanden entwickelt, also ein holländisches Entwicklerteam, unter der AGBL veröffentlicht, basiert auf Java. Das führt jetzt bei manchen wieder zu leicht allergischen Reaktionen, nach dem Motto unsicher, Performance-Schleuder und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, die haben ganze Arbeit geleistet. Ups, einmal zurück wieder. Selbst die kleine virtuelle Maschine, die die zur Verfügung stellen, ist sehr schlank gehalten. Die kommt, glaube ich, mit einem Gig RAM aus. Und dort kann man auch sehr große Anzahl von E-Mails on the fly entschlüsseln. Das funktioniert sehr gut. Ursprünglich gab es nur die Open-Source-Variante. Dann ist dem Team aufgefallen, es wird immer Zeit, dass sie Geld verdienen. Und daraufhin haben sie jetzt eine Edition rausgebracht für Small-Medium-Enterprises und halt eine große Variante. Wir lassen uns überraschen, wie da so die Resonanz ist. Bei den kostenpflichtigen Varianten haben die so als Benefits dazugepackt, dass man sein eigenes Firmenlogo auf das Webinterface packen kann und dass es da dann auf der virtuellen Maschine auch ein Webmail-Interface gibt. Das widerspricht so ein bisschen dem Konzept von Cyphermail, weil wie wir gleich sehen werden, ist Cyphermail eine Lösung, die E-Mails einfach durchschickt, entschlüsselt, verschlüsselt, aber keine E-Mails selber speichert. Das ist also nichts anderes als ein Gateway. Deswegen passt das mit dem Webmail-Interface für diese Version nicht so ganz. Und bis zum Juni 2014 hatte diese Software einen anderen Namen, nannte sich damals noch Jigsaw. Dann ist dem Team auch aufgefallen, dass Jigsaw, naja, hört sich wie ein Hundename vielleicht an oder so, aber da kommt man nicht sofort darauf, dass das irgendwas mit E-Mail zu tun hat oder mit Verschlüsselung. Und daraufhin haben sie dann im Juni 2014 den Namen geändert, den Cyphermail. Darunter kann man sich nun einmal erheblich mehr vorstellen. Zu den technischen Features. Cyphermail bevorzugt, und da mögen jetzt auch wieder einige aufstöhnen, Postfix als Mailer. Ja, manche mögen es sei Exim oder Qmail oder so. Auf der Mailingliste gibt es Anleitungen, wie man das dann auch noch umsetzen kann, aber wie gesagt, die bevorzugte Variante ist Postfix. Cyphermail wird dort als Contentfilter eingebunden. Sollte jemand da Amavis oder ähnliches bereits einsetzen, man kann die hintereinander schalten. Man muss nur ein bisschen rumbasteln mit den Ports, aber es funktioniert auch. Verschlüsselung mittels S-MIME, PGP und PDF. Ursprünglich war es nur S-MIME und PDF gewesen. PGP kam 2014 erst dazu. PDF dann ganz einfach mit einem Passwort. Und in dem PDF sind dann auch die Anhänge mitgespeichert. Ich habe es gerade schon erwähnt, Stichwort CA. Man kann natürlich kommerzielle Zertifikate erwerben und die bei Cyphermail über das Webinterface auch einlesen. Sie können aber auch hingehen, die Cyphermail kann als eigene CA konfiguriert werden. Sie können dann selber ihre Zertifikate erzeugen und dann mit den potenziellen Gesprächspartnern entsprechend austauschen. Problem ist, wie gesagt, dort, die Gegenseite muss Ihnen ihrer CA entsprechend vertrauen, sonst funktioniert es mit der fairen Entschlüsselung nicht. Weiteres Feature, das bisher bei Kunden eigentlich auf relativ wenig Interesse und Gegenliebe gestoßen ist, ist Data Leak oder Data Loss Prevention, abgekürzt DLP. Also die Möglichkeit hinzugehen und für E-Mails Filter zu definieren, mit Hilfe von regulären Ausdrücken, wo ich sagen kann, wenn in einer E-Mail ein solcher Filter zuschlägt, dann kann die E-Mail entweder abgewiesen werden, das heißt, sie verlässt das Unternehmen nicht, oder ich kann Cyphermail dazu bewegen, diese E-Mail zu verschlüsseln. Wenn das auch nicht funktioniert, geht entsprechend an den Absender wieder eine Nachricht oder der Administrator wird benachrichtigt. Ziel ist schlichtweg hier dafür zu sorgen, dass keine relevanten, keine wichtigen Unternehmen das Unternehmen verlassen auf ungeschütztem Weg. Und der größte Vorteil natürlich für unsere DAOs, muss man so sagen, ist, wenn man Cyphermail einsetzt, dadurch, dass es einfach ein SMTP-Gateway ist, es ist keine Änderung an den Clients erforderlich. Also das, was man so als Plugins kennt von Thunderbird oder von Outlook, wo ich halt hingehen muss, irgendein Stück extra Software installieren muss, wo ich dann irgendwelche Keys auswählen muss oder ähnliches, das ist hier nicht erforderlich. Damit reduziert sich natürlich auch der ganze Aufwand für den Administrator. Er muss nicht durch die Gegend laufen und irgendwelche Schlüssel hier verteilen. Ein paar weitere Features. Die gesamte Software ist komplett über ein Webinterface administrierbar. Wenn man sich die virtuelle Maschine herunterlädt, kann man da genauso gut auch mit PuTTY draufgehen beispielsweise. Das wäre auch eine Möglichkeit. Erforderlich ist es nicht.
Ich werde das nachher mal vorführen. Ich habe sowohl das Webinterface vorbereitet, als auch den Zugang per PuTTY, sodass wir uns das Ganze mal anschauen können. Aber wie gesagt, komplette Konfiguration von CipherMail und PostFix, inklusive von mir aus FetchMail oder wie man an seine E-Mails kommen möchte, geht komplett über das Webinterface. Webinterface momentan noch englischsprachig. Dann, wie schon erwähnt, Download der Software komplett als virtuelle Maschine für VMware oder Hyper-V und ansonsten als Paket für die gängigen Distributionen, sodass man es ganz geschmeidig installieren kann. Stichwort Benachrichtigung. Ich habe vorhin gesagt, dass auf den Clients keine Änderungen erforderlich sind. Das begrüßt der normale Benutzer natürlich zunächst einmal, weil er sich denkt, okay, wir haben eine neue Software da installiert, da geht die E-Mail jetzt durch und dann wird sie verschlüsselt eigentlich? Kann ich mir da sicher sein, dass ich da den Anforderungen der Agentur oder des Kunden, des Lieferanten auf der Gegenseite entspreche und die E-Mail wirklich verschlüsselt wird? Wir werden nachher sehen, im Webinterface kann man einstellen, dass ein Absender einer E-Mail auch tatsächlich eine Benachrichtigung erhält, dass eine E-Mail erfolgreich verschlüsselt wurde. Erfahrungsgemäß wollen die Leute das so die ersten 4 Wochen haben. Danach glauben sie einen zum einen und zum anderen sind sie danach genervt von den ständigen E-Mails, die da kommen, die mitteilen, dass die E-Mail erfolgreich verschlüsselt wurde. Das Feature kann man dann wieder mit einem Mausklick deaktivieren. Genauso kann man dafür sorgen, dass E-Mails, die eingehen und entschlüsselt werden, auch einen Zusatz bekommen in der Betreffzeile, dass da eine E-Mail entschlüsselt wurde. Das heißt, auch der normale Benutzer kann an der Stelle sicher sein, dass die Sicherheit auf beiden Wegen ein- und ausgehend gewährleistet ist. Die Benachrichtigungen sind im Standardfall, wenn man jetzt die VM oder die Pakete installiert, englischsprachig. Das sind diese sogenannten Templates, die hier stehen. Das Ganze ist komplett änderbar. Das sind einfach Textdateien, die ich über das Webinterface editieren kann. Das kann ich auch benutzerbezogen konfigurieren. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen tätig bin mit Mitarbeitern, die verschiedene Muttersprachen haben, kann ich das entsprechend an die Spracherfordernisse anpassen. Das geht sowohl benutzerbezogen als auch domänenbezogen. Stichwort Backup. Ja, manche sind immer noch der Meinung, ne, Backup ist was für Feiglinge. Stimmt nicht so ganz. Backup automatisiert, da läuft im Hintergrund schlichtweg ein Cronjob. Ich kann über das Webinterface einstellen, wohin das Backup geschoben werden soll. Das kann beispielsweise per SIFS auf irgendeinen NAS gehen. Und wie gesagt, läuft da über einen Cronjob ab. Was dort gesichert wird, ist nichts anderes als die Postgres-Datenbank, die momentan dahinter liegt. In der Postgres-Datenbank ist die gesamte Konfiguration von CipherMail gespeichert, aber auch alle Zertifikate und Keys. Hat den Vorteil, dass wenn ich ein Update durchführe, installiere ich mir die neueste Version auch wieder als VM. Und das Einzige, was ich dann machen muss, ist dieses Backup, diese Datei in der neuen VM einlesen und ich habe die neue Variante laufen. Mit all den Daten, die ich in dem Backup hatte. Da mag es natürlich sein, dass vielleicht doch mal irgendwas schief geht. E-Mail wurde nicht verschlüsselt, E-Mail wurde nicht entschlüsselt. Die Erfahrung zeigt, dass die Ursache dafür in den meisten Fällen vor dem Rechner sitzt. Das Thema kennen wir bereits. Man kann dann über das Webinterface auch auf die Logdateien zugreifen, und zwar sowohl auf die Logdateien von PostFix, also das, was unter VAR-Log, Mail-Log zum Beispiel liegt. Das wird im Webinterface abgebildet. Allerdings hat auch CipherMail eigene Log-Möglichkeiten. Die kann man sehr fein einstellen. Also das, was man vom normalen System-Logger kennt, von Debug bis irgendwo Critical, kann ich bei CipherMail auch auswählen. Ich kann für die verschiedenen Stadien dieser Software, für die einzelnen Schritte, wo eine E-Mail bearbeitet wird, durchläuft in dem Prozess von der Entschlüsselung oder bei der Verschlüsselung, kann ich das Debugging aktivieren. Und die Meldungen, die dann erscheinen, sind so aussagekräftig, dass man, wenn man von der Technik halbwegs Ahnung hat, auch sofort sieht, woran es hapert. In den meisten Fällen, wie gesagt, Profil falsch angelegt, Zertifikat passt nicht zur E-Mail-Adresse, in dem Profil PGP deaktiviert oder ähnliche Geschichten, aber in den meisten Fällen, wie gesagt, sitzt das Problem vor dem Rechner und es ist nicht ein Fehler in der Software selber. Wir setzen jetzt diese Software, ich glaube, seit 6 Jahren ein, in unterschiedlichen Fällen. Unser erster Kunde ist ein Energieversorger gewesen, dessen Messinstrumente an den Heizungen die Messdaten verschlüsselt verschickt haben. Wir haben seitdem keine gravierenden Fehler in der Software gehabt. Die funktioniert einfach. Wenn es Probleme gab, wie gesagt, vor dem Rechner, Zertifikat abgelaufen oder ähnliche Dinge. Also man muss schon sagen, das ist eine Software, die man wirklich empfehlen kann, die absolut stabil läuft und auch sonst irgendwie keine Ausfälle oder ähnliches hat. Als Administrator möchte man ja nicht die ganze Arbeit alleine machen, deswegen letzter Punkt hier. Es gibt eine Benutzer- und Rechteverwaltung. Das heißt, ich kann hier einzelne Aufgaben auch delegieren.
Sei es hier die Bearbeitung der Templates oder sei es der Import von irgendwelchen Zertifikaten oder ähnliches. Rechteverwaltung kann ich auch über das Webinterface einrichten und entsprechend melden sich dann meine Subadmins auch über das Webinterface an. Wenn Sie übrigens zwischendurch Fragen haben, Sie dürfen mich gerne unterbrechen. Es wundert mich schon, dass ich jetzt schon mehrere Folien durchgezogen habe und bisher noch keiner irgendwas gesagt hat, keine Fragen gehabt hat. Bemerkenswert. So, ich habe mich vorhin schon ein bisschen beschwert oder mehrfach, dass ja die Resonanz hinsichtlich E-Mail-Verschlüsselung nicht so wirklich prickelnd ist. Wenn wir mal ein bisschen zurückdenken an das Thema NSA-Skandal und so, da war es ja so gewesen, dass unsere lieben Volksvertreter, auch Politiker genannt, sich ja ganz enorm beschwert haben, dass es ja wohl nicht sein kann, dass unsere eigenen Freunde uns ausspionieren und dass man das vom Feind zwar gewohnt ist. Aber ich habe mir da mal so Gedanken gemacht im Rückblick, haben die uns eigentlich irgendwas empfohlen, was wir jetzt tun sollten? Hat irgendeiner von denen mal sowas gesagt zum Thema, liebe Leute, liebe Unternehmen, schützt euch, schützt eure Firmengeheimnisse, schützt eure privaten Daten, indem ihr beispielsweise eine Technik einsetzt, die jetzt seit vielen Jahren schon im Einsatz ist, wie E-Mail-Verschlüsselung? Wenn man übrigens nachschaut auf den PGP-Servern, mein erster PGP-Key stammt aus dem Jahr 2005. Ich habe damals auch ganz euphorisch gedacht, jetzt. Jetzt ist Sicherheit, jetzt verschlüsseln wir. Ja, ich war irgendwie der Einzige gewesen, der das gemacht hat. Also der Key liegt immer noch rum. Inzwischen habe ich einen neuen. Ich habe mir da mal den Spaß gemacht, habe mir so gedacht, na gut, wenn die Politiker uns nicht sagen, was wir tun sollen, woran könnte das wohl liegen? Gut, es gibt die Verschwörungstheoretiker, die sagen, naja, ganz einfach, wir wollen hier unseren guten Freund, sei es der Nachbar oder der auf der anderen Seite des Ozeans, den wollen wir nicht vergraulen oder so. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die einfach keine Ahnung haben. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich überprüfen, ob unsere Volksvertreter eigentlich von der Thematik, über die wir da reden, Ahnung haben. Und wer sich mit dem Thema PGP mal beschäftigt hat, der weiß halt, dass es da öffentlich zugängliche Server gibt, auf denen man die entsprechenden PGP-Keys herunterladen kann. Und ich habe mir dann mal gedacht, jetzt suchen wir doch mal, was man so findet unter der Domain des Bundestages beziehungsweise der so allgemein bekannten Parteien. Denn wenn die sich für dieses Thema in irgendeiner Art und Weise interessieren sollten, dann sollten die ja vielleicht auch mal so den einen oder anderen Key da registriert haben. Also der Bundestag hat, glaube ich, 630 Abgeordnete plus ein bisschen Verwaltung dazu. Da findet man auf den Servern 29 Keys. Ich bin ja nicht mehr hingegangen und habe noch sortiert, welche von denen abgelaufen waren. Sondern ich habe einfach mal zur Kenntnis genommen, dass da irgendwas passiert ist und dass sie sich für das Thema interessiert haben. Also Bundestag 29. Alphabetische Reihenfolge, keine politische Bevorzugung oder sonst irgendwas. Okay, die sind noch relativ jung. 16 Keys, immerhin besser als nix. Die habe ich zusammengefasst, damit es nicht ganz so wenig aussieht. Ich glaube, es war in der Tat 50-50 gewesen. Die haben was zu verbergen. Deswegen haben die schon mal deutlich mehr. Das ist Zufall. Also die Zahlen sind nicht getürkt. Das ist tatsächlich beides mal 52. Das ist schon interessant. Da scheint sich jemand für dieses Thema deutlich mehr zu interessieren. Das war das Beste. Also der Server ist nicht in der Lage, uns mitzuteilen, wie viele Keys für die Piraten überhaupt registriert sind. Das schafft er einfach nicht. Gut, das haben wir jetzt auch erwartet, dass bei denen vermutlich ein paar Keys mehr vorhanden sind. Aber egal, wie oft man das wiederholt, diese Suche, man bekommt einfach kein Ergebnis. Man läuft dann in den Timeout hinein. Und zu guter Letzt, auch die SPD nochmal mit 150 vertreten. Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, dass ich mal in Pforzheim mal so die Vertreter der Wahlkreise mal fragen sollte, wie die zu dem Thema stehen, ob sie einen PGP-Key haben, ob man mit denen verschlüsselt kommunizieren kann oder so. Aber die haben bisher Glück gehabt, ich hatte noch keine Zeit gehabt. Also man sieht hier, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, muss das wohl in der Tat Eigeninitiative sein. Unsere Volksvertreter sind auf dem Thema hier relativ blank. Jetzt sollten wir mal gucken, ob die Innenminister da was haben. Fragen zu dem theoretischen Teil bis hierhin? Danke. Ich hätte so, also nachdem wir jetzt gehört haben, das ist eine gute Idee, aber ich habe so eher jetzt den umgekehrten Anwendungsfall. Ich betreibe zwar mittlerweile meinen eigenen Mail-Server, aber natürlich vertraue ich auch den überhaupt nicht. Was ich jetzt gerne hätte, da jede eingehende E-Mail, die noch verschlüsselt ist, zu verschlüsseln, dass die auf meinen Server so liegen, dass ich da auch erst nur mit meinem E-Mail ankomme. Geht das nicht?
Die Frage habe ich vor 2 Wochen bei einem Vortrag auch bekommen. Ich habe erst gestutzt, habe mir dann aber gedacht, eigentlich auch nicht keine so schlechte Idee. Und in der Tat, das geht. Ich muss aber sagen, das war nicht Absicht der Software und ich weiß es auch nur deswegen, weil uns an der Stelle auch schon mal ein Fehler unterlaufen ist, dass wir E-Mails, die hereinkamen, dann nochmal verschlüsselt haben. Kann man in der Tat im Webinterface einstellen? Wie gesagt, ist technisch kein Problem, kann man machen. Haben wir, wie gesagt, nur festgestellt, dadurch, dass wir es aus Versehen mal falsch konfiguriert haben, weil wir E-Mails, die hereinkamen, die schon verschlüsselt waren, dann nochmal verschlüsselt haben. Aber Sie können das Ganze auch machen mit E-Mails, die noch nicht verschlüsselt waren. Zu dem Thema auch, weil Sie gesagt haben, eigener Mail-Server. Ich habe vorhin gesagt, CypherMail ist ein Gateway. Das heißt, die E-Mail kommt rein, wird entweder verschlüsselt und geht wieder raus. Es wird nichts gespeichert dort. Wir haben einen Kunden, das ist eine Rechtsanwaltskanzlei, denen haben wir da drauf auch einen Cyrus installiert. Darunter läuft ein normales Debian. Das heißt, ich kann per apt-get installieren, was ich eigentlich möchte. Und wenn ich sage, ich möchte CypherMail nicht nur als Gateway verwenden, sondern ich möchte es auch gleichzeitig als normalen Mail-Server haben, kein Problem. Einfach drauf installieren. Das funktioniert. Thema Schlüsselverwaltung. Woher bezieht die Software ihre Schlüssel, gerade wenn es jetzt um S/MIME handelt? Untersucht die eingehende E-Mails nach angehängten öffentlichen Schlüsseln? Ja, die werden automatisch importiert und ich kann auch hingehen im Webinterface sagen, dass zu diesen Schlüsseln, die erkannt wurden, auch automatisch ein Benutzerprofil angelegt wird. Wir werden gleich sehen, nur aufgrund der Tatsache, dass da ein Schlüssel liegt, verschlüsselt die Software noch nicht. Die hat den dann zwar, aber sagt sich dann, okay, jetzt muss der Administrator mir noch genau sagen, soll immer verschlüsselt werden, soll gegebenenfalls verschlüsselt werden, soll nur verschlüsselt werden, wenn in der Betreffzeile irgendeine bestimmte Kennzeichnung steht oder ähnliches. Aber grundsätzlich ist die Software in der Lage, die Keys auszulesen. Bei S/MIME, ich kann auch über das Webinterface direkt von den PGP-Key-Servern mir die Keys herunterladen und darüber auch suchen. Das funktioniert. Das Einzige, was ich machen muss, ist halt von den CAs die Root-Zertifikate, die muss ich mir da halt von Hand importieren, aber alles andere kann durchaus automatisch gehen. Ist aber optional, können Sie einschalten, können Sie auch ausschalten, wenn Sie, ich sag mal, nicht den Zertifikatspeicher da sich vollhauen wollen mit beliebigen Zertifikaten oder so. Grundsätzlich gibt es natürlich bei dem Stichwort Gateway bei manchen Administratoren so Vorbehalte, die dann sagen, ich möchte nicht, dass da Private Keys auf einem Gateway liegen, ich möchte, dass die Private Keys bei den Usern sind. Ja, der Meinung kann man natürlich sein. Wir betrachten CypherMail als Möglichkeit, die Unternehmen grundsätzlich mal an das Thema E-Mail-Verschlüsselung heranzuführen. Und das ist so ein erster Schritt. Wenn wir jetzt den Administratoren noch zumuten würden, dass sie bei jedem User vorbeilaufen und dort irgendwelche Keys, Zertifikate installieren würden, würde das die Hemmschwelle, sich mit dem Thema zu beschäftigen, noch deutlich erhöhen. Deswegen nehmen wir momentan mal in Kauf, dass manche Administratoren da Bauchschmerzen bei haben, dass halt Private Keys zentral gelagert werden. Aber wir betrachten CypherMail, wie gesagt, als ersten Schritt zunächst einmal. Keine weiteren Fragen. Okay. Gut, dann machen wir Live-Demo. Da freut sich der Administrator, der keine grafische Oberfläche haben möchte. Das ist zunächst einmal der Einstieg in diese virtuelle Maschine. Wie gesagt, ich habe hier nichts irgendwie installiert, das ist nur die virtuelle Maschine. Der bootet mir automatisch per DHCP und ja, zeigt mir die IP-Adresse an, die ich natürlich benötige, damit ich auf Webinterface überhaupt draufkomme. Erster Punkt, OpenShell. Ich habe es vorhin erwähnt, ich kann ganz normal mit der Kommandozeile arbeiten. Ich bin hier als Benutzer mit dem Namen SA angemeldet. Wenn man zu Root werden möchte, ganz klassisch sudo. Und ich bin dann als Root auf der Kommandozeile unterwegs. Grundsätzlich Konfiguration, Netzwerk, Zeitzone und ähnliches. Wer die deutsche Tastaturbelegung haben möchte, greift auf den Punkt Configure Keyboard zurück. Ansonsten englische Tastaturbelegung. Muss man nicht viel zu sagen. Und ansonsten die Klassiker Reboot, Shutdown und Restart. Grundsätzlich gilt, einfach das System laufen lassen. Wie gesagt, es läuft super stabil. Es ist wirklich klasse. Nachdem ich dann die IP-Adresse herausgefunden habe meiner virtuellen Maschine, rufe ich dann per HTTPS
die IP-Adresse auf, werde automatisch weitergeleitet hier auf das Unterverzeichnis Login und bekomme dieses Anmeldefenster hier präsentiert. Nicht modifizierte virtuelle Maschine, Benutzername und Passwort, jeweils Admin. Gleich vorneweg. Das sieht dann noch relativ stylisch aus. Man merkt, dass sich die holländischen Entwickler primär auf den Punkt Technik konzentriert haben. Also User Interface Design ist jetzt nicht eine ihrer Stärken. Das werden wir gleich sehen. Gut, kann man sagen, muss ja nicht jeder irgendwelche Kacheln durch die Gegend schieben wie unter Windows. Man findet sich hier schnell zurecht. Grundsätzlich, ich habe es vorhin gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ein Zertifikat da liegt oder ein Schlüssel, macht CipherMail noch gar nichts. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, das System soll, wenn eine E-Mail hereinkommt, an der sich ein Zertifikat befindet, soll ein User automatisch angelegt werden. Oder ich gehe halt hier hin und definiere meinen User und der Einstieg dorthin ist immer eine E-Mail-Adresse. Wie gesagt, ganz Oberfläche komplett auf Englisch. Zugriff auf die verschiedenen Zertifikate. Beziehungsweise mein PGP-Key. CipherMail verfügt auch über eine Funktion eines Portals. Das wird an der Stelle interessant, wo ich mit Ansprechpartnern nicht mittels SMIME oder PGP verschlüssel, sondern per PDF. Da kann der User auf die Portalseite von CipherMail zugreifen und dort entsprechend die E-Mail entschlüsseln. Wird relativ wenig benutzt, weil CipherMail ja meistens entweder im LAN steht oder in der DMZ und dann der Admin extra wieder einen Port öffnen müsste für das Webinterface von CipherMail und das wollen die meisten nicht. Wir haben bisher nur einen Kunden, der wirklich PDF-Verschlüsselung einsetzt. Das ist ein Callcenter, da werden die Abrechnungen als Excel-Dateien verschickt und da konnte sich unser Kunde mit seinen Kunden im Punkto Sicherheit maximal auf Verschlüsselung per PDF einigen. Was auch wieder daran lag, dass die Gegenseite mit PGP und SMIME nichts anfangen konnte. Templates, gehen wir mal da drauf. Ich hatte erwähnt, für alle möglichen Zwecke hier gibt es entsprechende Benachrichtigungen, standardmäßig auf Englisch. Das sind hier so die Beispiele, was da möglich ist, mit Informationen für User, für Admin, alles komplett anpassbar. Wobei die Erfahrung zeigt, im Normalfall muss ich genau eine Meldung anpassen. Das ist nämlich die Nachricht an den User, dass die E-Mail erfolgreich verschlüsselt wurde. Der Rest interessiert eigentlich keinen von denen. Data Leak Prevention hatte ich erzählt. Und wenn man die Möglichkeit hat, Passwörter speziell für die PDF-Verschlüsselung per SMS zu verschicken, kann man hier die entsprechende Funktion nutzen. Gehen wir mal hier ein bisschen runter. Sollte jetzt jemand auf die Idee kommen, sich mit dem Thema CipherMail ausführlicher zu beschäftigen? Die erste Entscheidung, die ich hier treffen muss, ist Locality. Locality heißt, ist mein User, für den ich hier ein Profil definiere, ist das ein interner Benutzer oder ein externer Benutzer? Und daran entscheidet CipherMail auch, ob eine E-Mail verschlüsselt werden soll oder nicht. Zwei Möglichkeiten nur. Verschlüsselungsmodus, ganz klar. Nicht verschlüsseln, verschlüsseln oder nur bei Bedarf. Ich kann auch die Verschlüsselung erzwingen. Wenn kein Zertifikat zur Verfügung steht, kein Key zur Verfügung ist, dann geht die E-Mail automatisch an den Absender wieder zurück. Und hier die bereits mehrfach erwähnte Funktion, Encryption Notification. Wie gesagt, spätestens nach 4 Wochen sind die Leute es leid, eine Nachricht zu erhalten, dass die E-Mail verschlüsselt wurde und glauben es dem Administrator, dass das Ganze funktioniert. Dann habe ich hier jetzt in dem Blog die drei Möglichkeiten zur Verschlüsselung. SMIME, PGP und PDF. Wenn man sich mit CipherMail beschäftigt, ist am Anfang meist die Frustration relativ groß. Man hat da was konfiguriert, es sind Keys drin und jetzt denkt man, jetzt schicke ich eine E-Mail raus und es wird verschlüsselt und es passiert nichts. Die E-Mail wird im Klartext verschickt. Wichtig ist hier, ich habe hier gerade ein Profil angelegt oder bin dabei für mich selber.
Im zweiten Schritt gehe ich hin, definiere ein Profil für einen potenziellen Empfänger. Damit dort oder in der Kommunikation zwischen den beiden Profilen auch eine Verschlüsselung stattfindet, müssen bei beiden Profilen die gleichen Einstellungen gelten. Es funktioniert nicht, dass ich bei mir PGP auswähle und beim Empfänger S-MIME. Dann sagt CipherMail, die beiden Profile passen nicht zueinander. Dann funktioniert das Ganze nicht. Also wenn ich möchte, dass PGP zwischen den beiden läuft, dann muss auch hier entsprechend PGP bei beiden Profilen eingeschaltet sein. Auch wenn ich hier selber keinen PGP-Key habe, sondern nur die Gegenseite, die Funktion, das Recht quasi für PGP muss auch in meinem Profil aktiv sein. Sonst ärgert man sich am Anfang hier nämlich eine Runde rum, wenn es nicht funktioniert, wie erwartet. Ich werde hier nicht alle durchgehen, alle Parameter. Einige sind selbsterklärend. Max Message Size, bis zu welcher Größe soll eine E-Mail verschlüsselt werden. PDF-Verschlüsselung, das gleiche. Bei allen drei kann ich auswählen, wie groß eine E-Mail sein soll oder maximal sein darf. Ich kann unten ein Passwort einstellen für die Verschlüsselung per PDF. Dann ein häufig gewünschtes Feature, Encryption Subject Trigger. Heißt, es wird nur dann verschlüsselt, wenn in der Subject-Zeile, in der Betreffzeile irgendeine festgelegte Zeichenkette steht. Da kann man dann bei Bedarf sich mit regulären Ausdrücken intensiver beschäftigen. Wichtiger ist hier das Feature, das automatisch aktiviert ist, nämlich, dass diese Kennzeichen, dieser Trigger nach der Verschlüsselung oder vor der Verschlüsselung rausgeworfen wird und dann die E-Mail verschlüsselt wird. Wer sich für den Restaurant interessiert. Die Terminansagen dort kann ich zum Beispiel von der Verschlüsselung ausnehmen. Ich kann Algorithmen auswählen und so weiter und so fort. Auch hier zeigt die Erfahrung, dass bei den Advanced Settings normalerweise keine Änderungen erforderlich sind. Speziell wenn man damit beginnt mit CipherMail, sollte man natürlich die Frustration nicht ganz so hoch zu haben, von den Einstellungen unten die Finger lassen. So, speichern wir das Ganze. Dann sehe ich jetzt hier meinen ersten Benutzer. Übersichtlich natürlich noch. Bei einer großen Installation wird es unübersichtlich. Ich kann hier auch mit Filtern arbeiten, indem ich nach bestimmten Domains suche. Das erleichtert die Arbeit natürlich enorm. Neben den Benutzern gibt es ja auch Domänen. Ihnen ist vielleicht vorhin aufgefallen, hinter allen Parametern stand das Wort inherit, also vererben. Ich habe hier die Möglichkeit, nicht nur Benutzerprofile anzulegen, sondern auch Domänenprofile, wo ich sagen kann, für alle Benutzer einer bestimmten E-Mail-Domain sollen bestimmte Einstellungen gelten. Nach dem Motto, alle PGP, aber ein Benutzer, aus welchem Grund auch immer, bei dem nehme ich die Vererbungseinstellung heraus, der darf nur S-MIME durchführen. Zertifikate sind momentan importiert. Ja. Da habe ich voreingestellt, vorimportiert schon mal die Zertifikate von bekannten CAs, die frei verfügbar sind. Wenn man unten rechts schaut in die Tabelle, da unten gibt es farbige Markierungen für Valid, Invalid und Zertifikate, die zurückgerufen wurden. Das hat man also, oder kann man gleich hier auf Anhieb dann auch entsprechend erkennen. Einige Root-Zertifikate. CRLs sind leer. Und dann kann ich ja das tun, was ich vorhin schon angekündigt habe. Ich kann meine eigene CA aufsetzen. Also wenn ich nicht nur PGP verwenden möchte, sondern S-MIME und meine Gegenseite, mit der ich verschlüsselte E-Mails austauschen möchte, mir vertraut, dann installiere ich hier meine eigene CA und muss dann nur der Gegenseite auch die entsprechenden Zertifikate der CA mitteilen. PGP, habe ich meinen PGP-Key schon mal importiert gehabt, damit man sieht, wie das aussieht. Auch hier die Möglichkeit, PGP-Keys, die mir als Datei vorliegen, zu importieren. So wie ich meine S-MIME-Zertifikate erzeugen kann, kann ich genauso gut auch hingehen und das Ganze bei PGP durchführen. Und
bei entsprechendem Internetzugriff, den ich jetzt hier gerade nicht habe, kann ich natürlich auch auf die entsprechenden Key-Server zugreifen und dort nach PGP-Keys suchen. Also nicht nur der Import per Datei ist möglich. Ja. Nee, das macht er noch nicht. Die Frage haben wir auch schon gehabt, ob das aus dem ADS möglich ist. Da gab es auf der Mailingliste ein Skript von einem ITler von der Lufthansa. Der hat ein Skript geschrieben, dass das in der Tat kann. Aber es ist nicht bei CypherMail out of the box vorgesehen. So, das von mir erwähnte Feature Data Leak Prevention. Gut, in der Gruppe hier führen wahrscheinlich reguläre Ausdrücke nicht zum Aufstöhnen, hoffe ich zumindest mal. Für die meisten anderen, wenn man so einen Vortrag hält, ist das hier dann natürlich das reinste Kauderwelsch, was in der zweiten Spalte da steht bei den regulären Ausdrücken. Also hier kann ich angeben, dass Kreditkartennummern, dass Kontodaten nicht unverschlüsselt verschickt werden dürfen. Settings, dahinter verbergen sich die allgemeinen Einstellungen. Also all die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie bei den meisten meiner Benutzer benötigen werde, wie beispielsweise von Stichwort Import Zertifikate automatisieren, das Anlegen von Benutzern automatisieren, kann ich hier unter den allgemeinen Einstellungen direkt vornehmen. Wenn ich grundsätzlich weiß, dass meine meisten Accounts, die ich anlegen möchte, hier nicht als Locality external haben, sondern internal, dann macht es Sinn, das Ganze hier vorher auszuwählen. Dann ist es halt eine Voreinstellung für alle weiteren Profile, die ich bei den Benutzern anlege. Das bezieht sich dann auch entsprechend auf alle anderen Dinge hier oben, auch bei den Templates. Wenn ich hier bei den allgemeinen Einstellungen als Template für die Encryption Notification schon einen deutschen Text hinterlege, dann habe ich das natürlich für alle weiteren Profile automatisch mit dabei. Dann kennen wir das Spielchen, User sagt, ich habe eine E-Mail verschickt, ist immer noch nicht angekommen, Admin, kannst du mal nachschauen. Auch die Möglichkeit haben wir hier, wir müssen nicht auf die Kommandozeile gehen und mit MailQueue nachgucken, wo die E-Mail ist. Ich habe schon gesagt, das Webinterface erlaubt es uns, all die Funktionen, die mit Mail zu tun haben, komplett hier auch abzubilden. Ich kann also hier nachgucken, ob eine E-Mail noch in der Queue hängt, ob sie nicht zugestellt werden konnte, wird mir entsprechend hier alles angezeigt. Dann der Zugriff auf die Logdateien, auch da hatte ich schon gesagt, Zugriff auf die Logdateien vom Postfix, sieht man hier auch schön, beziehungsweise der Zugriff auf das Logging von CypherMail selber. Da auch gleich die Warnung, wenn ich das Logging hier hochfahre, man sieht, das ist eine virtuelle Maschine, die nicht benutzt wird. Die habe ich, glaube ich, gestern oder so installiert. Der hat jetzt schon 363 Seiten da angelegt. Wir haben es mal als Verbesserungsvorschlag eingereicht. Es ist momentan noch nicht möglich hinzugehen und zu sagen, ich habe ein Problem im Bereich PGP. Fahr bitte mal alle Optionen, die mit PGP haben, hoch auf Info oder so etwas. Momentan ist es noch so, dass man das Ganze von Hand machen muss. Also alles, was man als Einstellungen findet, die mit PGP, mit S/MIME zu tun haben, muss man einzeln auswählen. Wir hoffen, dass die Entwickler da mal unseren Vorschlag umsetzen, sodass man da als Administrator ein bisschen weniger Arbeit hat. Auf der letzten Seite irgendwas. Der Admin-Bereich. Auch hier wiederhole ich mich nochmal. Ich hatte gesagt, es ist nicht notwendig, auf die Kommandozeile zu gehen. Das gilt auch für die Konfiguration von Postfix. Die für CypherMail wichtigen Parameter aus der Main-CF kann ich hier komplett über das Webinterface administrieren. Wer sich mit der Main-CF beschäftigt hat, kennt solche Sachen wie MyNetworks, Relay-Domains und ähnliches. Das trage ich hier ein, speichere es und dann schreibt das Webinterface diese Einstellungen als Main-CF.
Hier in der Mitte jetzt zwei wichtige Punkte, External Relay Host und Internal Relay Host. Ich hatte auch schon mehrfach gesagt, CipherMail ist ein Gateway, hier wird nichts gespeichert. Das heißt, CipherMail muss wissen, was mit E-Mails passieren soll, die nach außen verschickt werden oder nach intern an den entsprechenden Mail-Server weitergeleitet werden sollen. Deswegen habe ich hier die beiden Einstellungen, External Relay Host und Internal Relay Host. Es ist auch nicht so, dass CipherMail, weil es auf Linux läuft, sich nur mit Linux-Maschinen unterhält. Dem ist es völlig egal, welcher Mail-Server da läuft. Hauptsache, er spricht SMTP. Ob sie einen Exchange hinhängen oder einen Domino-Server oder was auch immer, ist dem völlig egal. Ja. Nee, haben wir keine Probleme bisher mit gehabt. Also einfach weiterleiten auf Port 25 und dann ist für den Exchange das Thema auch erledigt. Wir ärgern uns gerade bei einem Kunden, der selber IT-Dienstleister ist, damit herum bei der Hosted Exchange-Variante. Der kann irgendwie SMTP out oder sowas nicht. Und da haben wir momentan ein paar kleinere Probleme. Aber wenn Sie den Exchange intern betreiben, ist es völlig egal. Wie gesagt, das CipherMail ist nichts anderes als ein Gateway. Annehmen, prüfen, durchleiten. Alles auf Port 25 normalerweise und der Rest ist ihm egal. Netzwerkeinstellungen haben wir vorhin auf der Kommandozeile schon gesehen. Hier das Ganze nochmal in Rot. Ja. Können Sie machen, wenn Sie wollen, ja. Den Punkt müssten Sie allerdings dann in der Tat über die Kommandozeile einrichten. Backup hatte ich vorhin schon angesprochen bei den Folien. Wer das Ganze konfigurieren möchte, auch da hatte ich erwähnt, Export auf ein NAS oder so ist möglich. Einfach hier oben IP-Adresse oder Namen von vom NAS oder von dem Server eintragen und die restlichen Daten, die Sie brauchen, um dorthin irgendwas zu schicken. Und wie gesagt, der exportiert Ihnen kurzerhand die gesamte Postgres-Datei. In der Community-Variante ist als Datenbank nur Postgres möglich. In der Enterprise-Version können Sie auch andere Datenbanken verwenden. Das kann eine Oracle sein oder eine MySQL-Datenbank. Damit haben Sie auch die Möglichkeit hinzugehen, das Ganze als Cluster laufen zu lassen. Also wer MySQL als Cluster aufsetzt mit Galera oder so, das wäre kein Problem. Was wir auch schon gemacht haben, ist zwei CipherMail-Gateways auf eine Datenbank laufen lassen. Das funktioniert auch. Relativ einfach, ist eine Konfigurationsdatei bei CipherMail. Da tragen Sie einfach ein, dass die Datenbank auf einer Maschine läuft und das System erledigt. So wie ich das Backup auslesen kann, kann ich das Ganze hier mit den Logdateien, die wir vorhin gesehen haben, auch machen. Auch hier die Warnung, Sie haben vorhin gesehen, dass diese virtuelle Maschine, obwohl sie noch nicht viel getan hat, im Bereich des CipherMail-Logs schon 363 Seiten hatte. Das wächst relativ schnell an. Um die Logdateien kümmert sich zwar auch Logrotate, aber nichtsdestotrotz auf einem normal laufenden System wachsen die Logdateien hier relativ zügig an. Hier der Punkt SSL, TLS, leider nur für das Webinterface. Also nicht für, weil gerade die Frage kam, für den E-Mail-Bereich, sondern allein hier für die Anmeldung am Webinterface. So, jetzt, das ist das, was ich vorhin mal erwähnt hatte. So schön es ist für einen Administrator, der auf der Suche nach einem Problem und der Lösung ist, dass man unter Linux halt gute Login-Möglichkeiten hat. Sie sehen hier 27 Seiten mit Einstellmöglichkeiten für das Logging. Da entgeht Ihnen nichts. Also wenn Sie wieder erwarten, mit dem System ein Problem haben sollten, Ihr Hauptproblem ist, die passende Option herauszusuchen. Wobei, wenn man sich dort orientiert an den Stichworten SMIME-PGP, denn das sind ja die Hauptbereiche, wo Probleme auftreten, findet man relativ schnell die passende Fehlermeldung und damit auch die Lösung. Und hier wünschen wir uns, wie gesagt, dass es einen Schalter gibt, wo man sagt, schalte alle Funktionen, die was mit SMIME zu tun haben, mit PGP zu tun haben, schalte die auf Debugging, damit man da einfacher mit arbeiten kann. Andernfalls müssen Sie halt 27 Seiten nach den passenden Parametern durchsuchen. Noch nicht wirklich user-friendly.
Klar, Proxy-Einstellung, wenn man es braucht. Ich kann den Text aus einem S/MIME-Datei herausholen. Ich kann eine Test-E-Mail hier drüber verschicken. Und wenn die E-Mails nicht gepusht werden in das Gateway, der Klassiker Fetch-Mail, auch das kann ich hier drüber entsprechend konfigurieren. Das heißt, Cypher-Mail erzeugt mir in etc. eine entsprechende Fetch-Mail-Konfigurationsdatei, um die E-Mail bei einem oder mehreren Providern abzuholen. Das Gegenstück, den Host zum Versenden, haben wir vorhin gesehen, in der Konfiguration vom Postfix. Dort kann ich auch, was ja der Normalfall ist, die Anmeldung am Mail-Server des Providers entsprechend die Daten hinterlegen, damit sich Cypher-Mail beim Provider anmelden kann, um dort die E-Mails abzuliefern. Fragen zum Webinterface? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es ist entweder schon zu spät, sind wir der Thematik erschlagen. Danke, ja. Also nicht zum Webinterface, aber wie ist denn der Ablauf, wenn jetzt ein Benutzer, also ein Mitarbeiter der Firma, die Cypher-Mail einsetzt, eine PGP-verschlüsselte Mail an einen neuen Empfänger schicken will, an den er vorher noch nie was geschickt hat? Passiert es dann automatisch, dass sich Cypher-Mail von einem Key-Server den Key holt, oder muss da der Admin noch irgendwie Dinge tun? Da muss der Admin in der Tat aktiv werden, dass er hingeht und hier über die Suchfunktion, also hier bei PGP, Search Keys, da gebe ich hier die E-Mail-Adresse ein und dann kann ich das Ganze, wird mir der Key hoffentlich angezeigt, wenn er denn veröffentlicht wurde von der Gegenseite, und dann kann ich ihn hier importieren. Also muss ein Benutzer immer mit dem Admin interagieren für jeden neuen? Ich habe schon gesagt, ich kann natürlich auch Rechte delegieren. Also ich muss das, ich würde es nicht an jeden Mitarbeiter natürlich vergeben. Ich kann irgendeinen Subadmin definieren, der sich um den Bereich PGP zum Beispiel kümmern soll. Und dann kann derjenige das einlesen. Muss nicht ich alles alleine machen als der Hauptadmin, das nicht. Weil das ist, denke ich, ein Punkt, warum das halt nicht so gut ankommt, weil ich will halt eine Mail schicken, ja. Ich will nicht erst zum Admin rennen, um zu sagen, ich will eine Mail schicken, und dann muss der den Key irgendwo herholen und den Key herholen, die Erfahrung zeigt, dass das ist notwendig. Also selbst bei der Bundesagentur für Arbeit ist es so, dass wenn die sagt, wir machen Verschlüsselung und unser Kunde bekommt einen neuen Ansprechpartner, dann muss der auf eine spezielle Seite bei der Agentur gehen, gibt dort die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ein und dann bekommt man die Anzeige, ja, S/MIME-Zertifikat vorhanden, dann wird es auch als Datei angeboten oder nein, wurde noch nicht erzeugt. Also da ist in der Tat der Punkt, dass man sich die Sachen holen muss. Ja. Aber ich denke, gerade bei PGP ist halt auch einfach das Vertrauensmodell ein bisschen undankbar. Ich meine, bei S/MIME, da hat man einmal ein Zertifikat, und dann hat entweder eine Firma halt ihre eigene CA oder es ist eine richtige CA unter der Prämisse, dass dieses System so funktioniert. Also schon eine bekannte CA, und dann tut das bei PGP. Man kann das auch auf ein CA-ähnliches Modell machen, also dass dann halt die Firma quasi ein Zertifikat hat, dass dann die alle für diese entsprechende Domain signieren kann. Aber das ist sehr ungebräuchlich und normalerweise hat man halt bei PGP dieses Web of Trust. Und da, wenn man nicht jetzt dieses Web schon hat irgendwie, dann muss man halt wirklich jedes Mal erstmal, ja, dieses Zertifikat ist gut, ja, ich habe es überprüft, ja, nehm das jetzt und verschlüssel. Ja, ist so, ja. Also wir machen es bei den Kunden, die sich jetzt für das Thema interessieren, so, dass wir für die Keys und Zertifikate erzeugen und die sie dann zum Beispiel auf ihre Homepage stellen, damit es von dort heruntergeladen werden kann. Aber wir haben es bei uns auf der Internetseite auch, dass wir gesagt haben, für Bewerbungen gibt es unten drunter eine E-Mail-Adresse, personal@input, und dazu den passenden PGP-Key und Zertifikate. Auch um zu gucken, ob Leute, die sich bewerben, damit umgehen können. Ich muss nicht weiterreden, oder? Es nutzt keiner. Selbst ITler, die sich bewerben, nutzen das nicht, obwohl es da draufsteht. Aber zu der Thematik, einer unserer Kunden aus Karlsruhe, der hat auch gesagt, E-Mail-Verschlüsselung finden wir gut, wir sind im Bereich B2B tätig. Wir versuchen jetzt unsere Lieferanten und Kunden zu E-Mail-Verschlüsselung zu bewegen.
Ja, ich glaube, die Uni Heidelberg, das war die einzige, die sich zu dem Thema gemeldet hat und dann gesagt hat, also nee, Verschlüsselung nicht, aber wir können gerne TLS machen zwischen den Mail-Servern. Und wir gesagt haben, okay, das weiß ich, das, was wir erreichen wollten, aber das ist besser als nichts. Aber der gleiche Kunde hat dann auch ein Lohnbüro, das die Lohnunterlagen über den Gmail-Account verschickt. Was wollen Sie denn da erwarten? Dem haben wir dann erstmal einen Vortrag gehalten über Auftragsdatenverarbeitung, worauf der dem Lohnbüro den Kopf gewaschen hat. Also das Thema E-Mail-Verschlüsselung kommt mir so vor wie Linux auf dem Desktop. Für jedes Jahr wird angekündigt, jetzt kommt der Durchbruch. Bei beiden Themen passiert nicht wirklich viel. Wobei E-Mail-Verschlüsselung von den Möglichkeiten her ja nun ein bisschen länger schon vertreten ist als Linux auf dem Desktop. Aber trotzdem, es passiert nichts. Ist auch so ein bisschen wie IPv4 und IPv6. Das ist genau das Gleiche. Passiert auch nichts. Oder zu wenig. Ja. Also ich kann da vielleicht etwas besser unterrichten. Danke. Ich hatte mal einen Arbeitgeber und da war das so. Ich kann davon was Besserem berichten. Ich hatte zum Beispiel mal einen Arbeitgeber, da gab es halt das Angebot, ja, du kannst dein, wie heißt das Ding, Gehaltsabrechnung auf Papier bekommen oder per E-Mail. Per E-Mail musste man dann auf dem Vertrag, da gab es ein Feld, hier kannst du das Passwort eintragen, mit dem wir das verschlüsseln. Der arme Mitarbeiter, der jetzt bei mir irgendwie 40 Zeichen Base64 abtippen durfte. Aber manche Leute können das dann tatsächlich auch. Und jetzt zum Beispiel die RWTH Aachen, die Hochschule, da sind alle E-Mails, die man zum Beispiel vom IT-Center bekommt, vom Rechenzentrum, haben eine S/MIME-Signatur. Und wenn man dann antwortet mit Verschlüsselung, das verstehen die dann auch. Ich weiß gerade nicht, ob sie auch verschlüsselt wieder antworten, aber sie signieren zumindest schon mal und sie können Verschlüsseltes lesen. Okay. Da muss ich dir leider dagegenhalten. Also wir haben von einer unserer Banken vor, sagen wir mal, 3 Monaten eine E-Mail bekommen. Sie würden gerne im Rahmen des Umweltschutzes auf den Versand der Kontoauszüge per E-Mail verzichten und das Ganze per E-Mail verschicken dann. Also kein Papier, sondern E-Mail. Da haben wir gesagt, super Idee, aber das sind ja doch relativ sensible Daten. Das machen wir jetzt nur, wenn wir verschlüsseln können. Und haben also der Ansprechpartnerin, die auf dem Schreiben erwähnt war, eine E-Mail geschrieben, haben gesagt, also wie schaut's aus? Was könnt ihr? S/MIME, PGP, wie machen wir das? Und dann kommt also zurück, wäre zwar eine super Idee, würden sie aber nicht machen. Grundsätzlich könnten sie es, aber die E-Mail-Verschlüsselung läuft bei denen über einen externen Dienstleister und die müssen für jede verschlüsselte E-Mail 41 Cent zahlen. Klasse, oder? Also 41 sind ja wohl weniger als die 70 Cent für ein Brief. Also ich glaube nicht, dass es die 10 Cent gibt. Nee, die machen natürlich mehr, aber oder die mehrere Mailings, sodass es günstiger für die ist, aber da muss ich den Kopf schütteln, oder? Also eine Bank, die auch im Bereich E-Mail-Verschlüsselung dann immer noch nichts hat, sondern sich auf den Dienstleister verlässt oder so und dafür dann einfach die Cent bezahlen muss. Das ist, ja. Nein. Ich meine, jemand, das Geld wird mit den wichtigen Daten noch weiter nach außen gegeben. Ich habe auch schon mal gesehen, eine Bank, da gab es dann einen Brief an die Kunden zum Online-Banking. Da haben die in diesem Brief dann den Fingerprint des SSL-Zertifikats geschrieben, sodass man nicht nur anhand der CA überprüfen kann, ja, das Online-Banking, das passt so. Also da gibt es so irgendwie auch von oben bis unten, glaube ich, alles, was man finden kann. Meistens allerdings eher unten. Ja, die meisten Empfänger haben wahrscheinlich gedacht, das wäre ein Tippfehler, oder? Dass dann mit dem Programm aber schief gelaufen ist, wenn so komische Sachen unten drin stehen. Ich glaube, es war nur eine Antwort auf eine Anfrage, aber immerhin. So, wer von Ihnen fühlt sich jetzt nach dem Vortrag bemüßigt oder interessiert, sich mit Cypher-Mail zu beschäftigen? Ja, das macht ja schon mal ein bisschen Hoffnung. Setzen Sie auch bereits Verschlüsselung ein? Also im E-Mail-Programm, PGP, irgendwas? Okay, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Es gibt nachher eine Key-Signing-Party für PGP oder morgen oder sowas. Ah, okay. Steht im Fahrplan. Gut. Sonst noch Fragen? Auch noch was zum Abschrecken. Also einer unserer ersten Versuche mit E-Mail-Verschlüsselung war übrigens mit einer damals noch Astaro-Firewall. Kunde war eine Rechtsanwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer und die haben auch gesagt, ist gut fürs Image, wenn wir ein bisschen was für die Sicherheit tun. Und die haben dann auch, glaube ich, erstmal damit angefangen, ihre E-Mail zu signieren. Kam nicht gut, weil etliche ihrer Ansprechpartner so steinalte Outlook-Installationen hatten, dass Outlook, sobald eine von diesen E-Mails reinkam, geöffnet wurde, sich geschlossen hat. Gab dann auch so Vorwürfe von wegen, sie würden Viren verschicken und ähnliches und so weiter und so fort. Und dann mussten wir das Feature dann auch wieder erstmal deaktivieren. Furchtbare Beispiele aus der Praxis leider.
Gut, 5 Minuten haben Sie noch, Fragen zu stellen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, nochmal der Hinweis, wie gesagt, wenn Sie es einsetzen, denken Sie dran, bei den Profilen müssen Sie dafür sorgen, dass Gleichheit bei den Einstellungen herrscht. Das ist der wichtigste Punkt, da habe ich mich am Anfang mit herumgeärgert. Auf der Mailingliste gibt es zu dem Thema auch sehr häufig Fragen. Das ist der Punkt, woran man als erstes scheitert, dass dann nicht die Einstellung gleich sind und deswegen nicht verschlüsselt wird. Über das Thema öffentliche und private Schlüssel muss ich Ihnen nichts erzählen. Und ansonsten achten Sie bitte darauf, dass Sie bei den User-Profilen hier die richtige Einstellung bei Locality wählen. Wenn Sie das haben wollen, was am Anfang gefragt wurde, eine eingehende Klartext-E-Mail soll verschlüsselt werden, dann müssen Sie dort für den internen Empfänger External auswählen. Dann verschlüsselt er nämlich. Weil das ist ja nicht der Sinn der Software eigentlich, dass er was Internes verschlüsseln soll. Deswegen müssen Sie hier den Spieß umdrehen und sagen, diese interne Adresse ist was Externes, dann verschlüsselt er auch. Und legt es entsprechend dann dort ab. Gut, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen viel Spaß mit Cypher-Mail. Sie wissen, wer verschlüsselt, wird von den Geheimdiensten immer argwöhnisch beäugt. Aber je mehr von uns das machen, umso weniger fallen wir auf. Gut. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und wie gesagt, viel Spaß mit Cypher-Mail. Danke.